Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir machen heute ein bisschen Theorie. Ich guck gerade mal. Ey, neuer Monitor oder was? Cooles Teil. So, wir machen heute Theorie und zwar ist das heute nicht nur für Feuerwehrleute, auch für eine Personalabteilung, für einen Chef. Einfach für die es interessiert. Das ist für jedermann eigentlich. Und zwar geht es darum, darf ich zum Einsatz? Klar ist das die Frage, die sich ein Feuerwehrmann stellt. Aber genauso fragt sich der Arbeitgeber, muss ich den jetzt gehen lassen? Genau darum geht's. Und es geht jetzt darum, was im niedersächsischen Brandschutz geregelt ist. Sagt schon das Wort Niedersachsen, ne? Das gilt vielleicht nicht für alle. Ich kann ja so für Niedersachsen sprechen, also für uns hier. Und damit ihr mal wisst, wo was geschrieben steht, wie es wirklich ist. Manche interpretieren da auch selber was zusammen und wir wollen jetzt aber mal gucken, wie ist es, jetzt mal Tacheles, jetzt geht's los. Alles klar? Los geht's. So, zum Brandschutzgesetz. Wo habe ich das gefunden? Natürlich, meine Lieblingsquelle ist immer die NABK-Seite, Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz. Ich habe hier für euch den Link mal aufgeschrieben und da gibt es so eine Seite, wo man so verschiedene Downloads hat und da ist zum Beispiel gleich als erstes das Niedersächsische Brandschutzgesetz, ne? N-Brandschge, ne? Stand 5/2018, also ihr kriegt natürlich von mir aktuellste Infos. Okay, ja, wichtig ist, die Fragen, die man sich jetzt an die stellen kann, ist zum einen, darf ich bei Alarm die Arbeit verlassen oder nicht, muss ich fragen. Und gibt es eine Aufwandsentschädigung? Das ist der zweite Teil, um den wir uns kümmern werden. Aber als erstes fangen wir erstmal an. Darf ich die Arbeit bei einem Alarm verlassen und für dich als oder für Sie als Chef, darf ich oder muss ich meinen Mitarbeiter gehen lassen? Okay, jetzt nicht erschrecken. Gesetze sehen natürlich immer so aus. Ne? Das ist das Niedersächsische Brandschutzgesetz und ich habe jetzt angefangen mit Paragraph 12. Und da steht was ganz Interessantes drin. Das ist nur rauskopiert, ein bisschen vergrößert, damit ihr es lesen könnt. Ich sage jetzt mal du, auch wenn Chefs hier zuschauen, ne, bitte ist keine Unhöflichkeit, ich mache mal allgemein du, ja? Entschuldigung sonst. So, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verrichten ihren Dienst ehrenamtlich, ne? Das gilt für die Freiwillige Feuerwehr, so wie ich auch. Ich arbeite hauptberuflich und verrichte meinen Dienst ehrenamtlich, okay? So, jetzt kommt's schon mal. Ihnen dürfen aus Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit keine Nachteile in Ihrem Arbeits- oder Dienstverhältnis erwachsen, entstehen. Okay? Das heißt, wenn ich ehrenamtlich tätig bin, darf ich dadurch keine Nachteile haben. Also nicht, dass die nächste Beförderung ausbleibt. Ja, du bist ja 5-mal letztes Jahr im Einsatz gewesen. Wer weiß, wie es weitergeht. Das ist gesetzlich geregelt, dass das eine Gleichstellung eigentlich ist. Ne? Also jemand, der ein Ehrenamt ausübt, darf dadurch keinen Nachteil haben bei der Feuerwehr. Das ist gesetzlich sogar geregelt. Gucken wir mal weiter, was gibt es da noch? Das ist auch ganz interessant, das ist ja die Neuerung im neuen Brandschutzgesetz, in der Novellierung. Und zwar darf man jetzt bis zum 67. Lebensjahr eine Einsatzabteilung sein, okay? Freut mich auch, ich selber habe Kameraden, die mit 67 oder der ist 65, der ist fitter als so mancher, ich sag mal 40, 50-Jähriger. Bin ich ganz froh, dass man selber entscheiden kann, wie lange man eigentlich Dienst machen möchte. Man darf auch länger arbeiten, warum nicht länger zur Feuerwehr? Also 67 steht da übrigens auch, ne? So, jetzt kommt der Abschnitt, wo es ein bisschen mehr reingeht. Und zwar sieht es nur so viel aus, ist es aber auch. Nein, Sie nehmen die Angehörigen der Einsatzabteilung an Einsätzen oder Alarmübungen teil. Das heißt, der Pieper geht, okay? Jetzt kommt der Alarm im Pieper, ich sitze auf der Arbeit und sehe, oha, es brennt. So. Ne? Das gilt auch für Alarmübungen, die sind ja eher selten, einmal jährlich vielleicht. Aber es kommt ein Einsatz. So sind Sie während der Dauer der Teilnahme, also solange wie der Einsatz geht, bei Einsätzen auch wieder bis zur Wiederherstellung Ihrer Arbeits- oder Dienstfähigkeit, ne, notwendigen Zeitraum danach, von der Arbeit freigestellt. Hier steht's. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Das bedeutet, ich fasse es mal kurz zusammen.
Jeder darf nach Gesetz die Arbeit für einen Einsatz oder eine Alarmübung verlassen. Auch wenn der Chef ruft, halt, 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 nee, das geht nicht, weg. Okay? Das darf jeder nach Gesetz. Alarm oder Alarmübung. Und was dazu kommt ist, er darf auch erst wieder nach der Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit die Arbeit wieder antreten. Ist so ganz klar, wenn der jetzt irgendwie 10 Stunden im Einsatz war, ist total übermüdet, war im Inneneinsatz extremst belastet, soll er sich dann ins Auto setzen, erstmal dahin fahren zur Arbeit? Straßenverkehr ist schon die erste Bedenklichkeit. Und dann Arbeit nochmal 10 Stunden und dann nach Hause oder 8 Stunden? Ne, ist klar. Also das heißt, man ist so lange freigestellt, wie es dauert. Und es kann auch manchmal noch länger sein, wenn man psychische Belastung hatte. Wenn der Einsatzleiter sieht, Beispiel Verkehrsunfall, und jemand hat seinen besten Freund gerade aus dem Auto rausgeschnitten, dann kann es auch mal sein, dass man den noch länger von der Arbeit freistellt. Also das heißt nicht nur körperliche Genesung, auch geistige Genesung. Ne? Das kann auch mal mehrere Wochen sein. Kann der Einsatzleiter sagen, du nicht arbeiten. Ne? Okay, bis zur vollständigen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das ist wichtig. Dazu bedarf es keiner Krankschreibung, erstmal nichts. Das gehört alles zum Einsatz, das beurteilt der Einsatzleiter. Okay, zu diesem Satz möchte ich nur was sagen. Jeder darf nach Gesetz die Arbeit für einen Einsatz verlassen. Ist natürlich auch klar. Gibt es jetzt zwei Seiten. Ne? Also der Arbeitgeber ruft halt, man darf trotzdem gehen und sagen, nee, ich habe einen Einsatz. Stellt sich die Frage, ob der Arbeitgeber halt ruft, wenn ich ihn zeige auf dem Pieper. Übrigens, das ist die Anschrift von eurer Familie. Da wird der Arbeitgeber sagen, ich fahre dich schnell hin. Ne? Man muss immer dran denken, was wäre, wenn man selber betroffen ist. Deshalb sind viele Arbeitgeber auch froh, wenn man in eigenen Reihen Aktive hat. Nebeneffekt ist natürlich auch, wenn man was in der eigenen, im eigenen Gebäude ist oder jemand fällt vom Stuhl, ist man froh, wenn man einen Feuerwehrmann hat oder Feuerwehrfrau, denen einer helfen kann. Ne? Also Feuerwehrleute zu haben, ist ja natürlich kein Nachteil. Und dieses ehrenamtliche Einsetzen ist natürlich super. Ne? Okay, natürlich, wenn einer in der Freiwilligen Feuerwehr ist und gerade am Operieren ist Chirurg, ist gerade mit einer Operation, der Pieper geht, würde ich sagen, okay, ich lasse mal offen, geh zum Einsatz. Da würde ich schon abwägen. Ne? Und letztendlich, bei aller Liebe, wenn es richtig Ärger geben sollte auf der Arbeit, möchte ich jetzt keinem raten, trotzdem zu gehen. Nach Gesetz könnt ihr es, aber ich empfehle jedem, daran zu denken, dass man natürlich, die Feuerwehr ist ehrenamtlich, gibt es kein Geld für, leben tut man von der Arbeit. Nach Gesetz seid ihr für diese Zeit freigestellt, auch entschädigt. Ne? Die Beruhigung ist für die Arbeitgeber, diese Zeit, Einsatz und die Nachbereitung oder Wiederherstellung der Gesundheit ist komplett, man ist nach Gesetz freigestellt, man wird dafür auch entschädigt, komme ich gleich zu. Okay, das ist die gute Nachricht. Das wissen vielleicht manche auch nicht oder nutzen das gar nicht, diese Entschädigung, ne? Okay, ich fasse zusammen, wenn ein Einsatz ist, so Alarmübung, kann der Mitarbeiter die Arbeit verlassen. Selbstverständlich. Ne? Okay, nach Gesetz. So, das bedeutet, Wiederherstellung der Arbeitszeit, was ich eben schon sagte, das ist die Ruhezeit nach dem Einsatz. Schlafen, ne? Psychische Belastung, das beurteilt der Einsatzleiter. Das ist also psychische Belastung. Dann physische Genesung, ist Verletzung vielleicht vorhanden, muss er vielleicht dann doch zum Arzt, hat einen Arbeitsunfall bei der Feuerwehr. Ne? Oder gibt es irgendwie andere Gründe für eine längere Freistellung? Entscheidet der Einsatzleiter. Okay? Das gehört alles zum Einsatz. Diese Details muss man auch nicht den Mitarbeiter, der Arbeit mitteilen, warum man jetzt erst in 2 Wochen wiederkommt. Das denken die sich wahrscheinlich schon, aber da muss man auch keine Auskunft drüber geben. Das gehört zum Einsatz dazu, okay? Gut, also man muss komplett wieder genesen sein, dann kann man zur Arbeit. Also man muss eigentlich selber entscheiden können, fahre ich jetzt zur Arbeit. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es feste Regelungen gibt. Man sagt, ja, wenn du jetzt bis 6 Uhr im Einsatz warst, manche haben so Zeittabellen, dann darfst du dir ab 12 arbeiten. Das sind für mich nur 6 Stunden. Wenn dann was passiert, wenn ich auf der Fahrt zur Arbeit einen Unfall baue, möchte ich nicht wissen, wer dann rechtlich dafür haftet. Ganz gefährliches Thema. Deshalb sage ich meinen Leuten in der Feuerwehr, bitte ruht euch aus. Wenn ihr meint, ihr könnt wieder arbeiten, meldet euch bitte bei mir, damit ich ungefähr Bescheid weiß. Auch natürlich auf der Arbeit abmelden, dass sie wissen, ich komme heute später oder gar nicht.
Und erst wenn die selber meinen, ich bin fit, dann übernehmen die auch selber die Verantwortung für ihr Handeln und können dann zur Arbeit. Okay? Gut. Wie gesagt, als Chef bitte dran denken, wenn es selber ist oder eine eigene Firma brennt, kann man froh sein, dass Leute ehrenamtlich helfen. Dann brauchen wir nicht drüber reden. Okay, schauen wir mal weiter. Was steht dann noch in diesem Paragraph 12? Für die Teilnahme an Ausbildung oder Fortbildungsveranstaltungen, ganz normaler Übungsdienst, regelmäßige Treffen oder Ausbildung an irgendwelchen Feuerwehrschulen, ist man auch von der Arbeit freizustellen. Aber aufpassen, soweit nicht besondere Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen. Wenn jeder Arbeitgeber ruft, halt, dann machst du halt. Nach Gesetz muss er dich nicht gehen lassen für den Lehrgang, okay? Das muss man mit der Arbeit arrangieren, ist ja auch okay. Ne? Vielleicht muss man dem Chef auch erklären, warum das vielleicht wichtig ist, manchmal manche Lehrgänge. Bei mir auf der Arbeit habe ich richtig Glück mit meinem Chef, der unterstützt mich auch. Ich kenne das schlechte Gewissen, ne? Wenn man sagt, ich habe einen Lehrgang, ich muss eine Woche zur Feuerwehrschule. Wenn er dann sagt, ich finde das super, dass du das machst ehrenamtlich. Ne? Er selber hat ja zum Beispiel die Zeit nicht. Er findet das super, dass ich diesen Platz einnehme in der Gesellschaft, unterstützt das und sagt, super. Ne? Also dann hat man eigentlich schon mal weniger schlechtes Gewissen und sagt, okay, ne? Gehe ich mit einem Lächeln zum Lehrgang. Okay, wenn ich merke, auf der Arbeit ist die Hölle los, frage ich jetzt gar nicht, dann nehme ich den Lehrgang gar nicht an. Okay, aber manchmal ist man froh, wenn man einen Lehrgang kriegt. Manchmal steht man 5 Jahre an, um einen Lehrgang zu kriegen. Deshalb Lehrgänge, ja, ne, sind schon wichtig. Okay, wie gesagt, aber wenn man Dauernachtschicht hat oder sowas und man hat eigentlich sonst keine Möglichkeit, am Dienst teilzunehmen, ist man auch freizustellen, ne? Damit man einfach, man hat eine gewisse Teilnahmepflicht an Dienststunden auch. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Lehrgänge und Dienstveranstaltungen, ne? kann man von der Arbeit freigestellt werden, ne? Hier dürfen keine Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen. Ne? Das ist der Unterschied. So wie gesagt, das alles steht hier in Paragraph 12, ne, im Brandschutzgesetz, im niedersächsischen Brandschutzgesetz, 12 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Da steht das so geregelt. Sollte es mal Diskussion oder wenn du, sie das nachlesen wollen, ist das hier zu finden. Ne? Ist kein Geheimnis, ist natürlich ein öffentliches Gesetz. So, kommen wir mal zur Aufwandsentschädigung. Gibt es eine Aufwandsentschädigung? Naja, wenn man nach Gesetz freigestellt wird, natürlich. Ne? Und zwar steht das so in dem Bereich Paragraph 32, 33. Da schauen wir mal kurz rein. Und zwar gibt es da so ein paar Ausschnitte. Paragraph 32, Arbeitsentgelt vorzuzahlen. Also wenn man im Einsatz ist, ist das Arbeitsentgelt vorzuzahlen, dass sie bei regelmäßiger Arbeit erhalten hätten. Okay? Also nicht gerade, wenn ich freigestellt bin, ist der Tag, wo ich jetzt ganz viele Überstunden mache. Nein, das ist das, was sie normalerweise regelmäßig arbeiten. Ne? Und genauso wird auch die Zeit der Einsatzfolgen, ne, erstattet. Das heißt, der Einsatz ging 5 Stunden, aber ich bleibe eine Woche zu Hause insgesamt, weil es mir psychisch so schlecht geht. Ist halt alles begründet. Dann wird man für diese Woche auch entschädigt. Ne? Okay. Das ist eine, das war Paragraph 32. Da steht aber noch mehr in Paragraph 33 und zwar Anspruch auf Ersatz von Auslagen und auf die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, die von der Gemeinde und Landkreis zu Lehrgängen zu zentralen Ausbildungseinrichtungen des Landes entsandt werden. Das heißt, gehe ich zur Landesfeuerwehrschule, muss ich auch vom Land dafür erstattet werden. Man kriegt die Fahrtkosten. Verpflegungspauschale entfällt meistens, da man ja da komplett verpflegt wird. Ne? Diese Sätze gibt es da nicht. Aber man ist sozusagen entschädigt, weil man dahin mit Privatwagen hinfährt, wird man dafür entschädigt. Ne? Also das ist auch gesetzlich geregelt. Das machen die nicht, weil sie einen so sympathisch finden. Das ist einfach klar im Gesetz verankert. Schauen wir mal weiter. Was steht da noch drin? Betreuung des Kindes, für wen das zutrifft. Wenn das Kind noch nicht älter als 10 Jahre ist, dann gibt es auch für die Betreuung des Kindes ist eine Entschädigung möglich. Wenn man sagt, ja, ich kann zwar auf den Lehrgang, aber pass auf mein Kind auf, muss ich jemanden für nehmen, dann wird das erstattet. Würde mich aber vorher genau schlau machen, wie das dann funktioniert, was man da beachten muss. Okay, gehen wir jetzt nicht sonst weiter drauf ein. So, dann geht es noch weiter. Paragraph 34 geht es um Schadensersatz. Gucken wir mal kurz rein. Das Interessante ist, Sach- und Vermögensschäden,
die ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr durch Ausübung des Feuerwehrdienstes entstehen, Einsatz, bei Übung, auf dem Weg dahin, ne, sind von der Gemeinde zu ersetzen. Ne, da greift jetzt nicht wieder das Land oder so, sondern die eigene Gemeinde, wo die Feuerwehr ist. Das heißt, im Klartext, geht mir irgendwas kaputt, meine Brille fällt mir runter beim Helm aufsetzen, geht kaputt, wird diese Brille ersetzt. Bei Handys, da man die eigentlich nicht dabei haben soll, ist immer so eine Sache, das ist eher schwierig, sage ich gleich. Ne? Da gibt es so ein paar Regelungen, interne Regelungen, wo das zum Beispiel, wenn das Überhand genommen hat, dass das zum Beispiel rausgenommen wird. Man soll ja eigentlich gar kein Privathandy mitführen. Ne? Okay, aber wie gesagt, sonst wird sowas immer, aber wie gesagt, das kann unterschiedlich sein von Gemeinde zu Gemeinde. Bei uns ist das so. Hier werden alle Sachen Vermögensschäden, die einem selber entstehen, übernommen. Paragraph 34, kann man auch mal nachlesen, ist ganz interessant, ist aber ein bisschen Text. Und Paragraph 35 ist das gleiche, halt nur für Dritte. Habe ich die Brille von meinem Freund, so wenn ich in der Tasche habe, das vergessen und es macht Knack, dann wird das auch ersetzt. Ne? Oder ich renne zum Gerät aus, renne einen um, der verletzt sich, wird das übernommen. Okay? So, solange es natürlich, das ist natürlich wie bei allem so im Leben, solange es nicht grob fahrlässig ist, ne? Wenn ich das mit Absicht mache, natürlich nicht. Ne? Aber das habe ich jetzt hier gar nicht mehr reingenommen, das steht da sogar auch, aber ich gehe davon aus, dass hier ja keiner ehrenamtlich ist, um irgendjemand anders zu schädigen. Okay, wir kommen ja alle in Frieden und wir haben es ja eigentlich ein großes Herz. Okay, ja, das ist eigentlich schon grob zusammengefasst. Ihr wisst, wo ihr da dieses Brandschutzgesetz nachlesen könnt. Ich finde das wichtig, dass man sich damit auch mal auseinandersetzt und es sicher weiß. Genauso auch, wenn man zu Lehrgängen fährt, wird diese Zeit ersetzt. Also da muss man keinen Urlaub für nehmen. Ne? Das wird von der Stadt oder Gemeinde ersetzt. Wenn ihr auf der Landesfeuerwehrschule Lehrgang eine Woche weg seid, wird diese Zeit komplett zurückerstattet. Wichtig ist auch dabei, das möchte ich noch ergänzen, es gibt keine genaue Regelung, also ich habe zumindest nichts gefunden, in welcher Form man sich auf der Arbeit entschuldigen muss. Manche wollen gerne einen Zweizeiler vom Ortsbrandmeister haben oder ja, vom Ortsbrandmeister oder Einsatzleiter, der dann bescheinigt, der Mitarbeiter von Ihnen, Herr Meier Mustermann, der war von dann und dann im Einsatz und deshalb erst ab 12 Uhr am 24. Blablabla, erst wieder einsatzbereit. Vielen Dank für Ihr Verständnis, schreibe ich mal drunter, mit freundlichen Grüßen oder kameradschaftlichen Grüßen. Der Ortsbrandmeister, bla bla bla. So, und das kann man machen, ist aber nirgendwo fest geregelt. Mal, es reicht eigentlich auch, wenn man mündlich sagt, Chef, ich war im Einsatz. Ne? So, und es gibt aber auch ein Formular, das gibt es schon, in Gemeinden ist das immer schon geregelt, ein Formular, was man ausfüllen muss, wo man die zu entschädigende Zeit, nicht die Einsatzzeit verwechseln, sondern die Zeit, wie man auf der Arbeit entschädigt werden muss. Zum Beispiel, ich war jetzt einen Tag nicht auf der Arbeit, diese 8 Stunden, muss man da aufführen, von dann bis dann. Da gibt man das der Personalabteilung, die füllt die Stundensätze aus. Das wird dem Ortsbrandmeister geben, der das überprüft, unterschreibt, dass es auch alles seine Richtigkeit hat, wird dann eingereicht bei der Stadt. Und dann gibt es die Entschädigungszahlung für den Arbeitgeber, weil der Mitarbeiter ja einen Tag städtisch unterwegs war oder von der Gemeinde. Und deshalb wird der Arbeitgeber dafür kriegt dafür eine Erstattung. Okay? Dieses Formular gibt es. Also es gibt 2 Sachen, die man eigentlich berücksichtigen muss. Das betrifft Lehrgänge und Einsätze, dass diese Erstattung vollzogen werden kann. Okay, wenn es Fragen gibt, bitte kommentieren. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Ich freue mich immer, wenn ihr meinen Channel abonniert oder meinen Daumen da lasst. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr könnt es gerne nachlesen. Das niedersächsische Brandschutzgesetz ist eigentlich gar nicht so schwer. Ne? Die Paragraphen, die ich gesagt habe, 12, 33, 34, guckt sie ruhig mal an. Ist ganz interessant und gibt dann manchmal vielleicht ein bisschen mehr Rückgrat, wenn man sagt, es ist Einsatz. Und die nahe Botschaft an alle Chefs oder Chefin, vielen Dank, dass ihr oder dass Sie so rücksichtsvoll sind und die Kameraden dabei unterstützen, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben, was das bedeutet, dass auch das eine Entschädigung gibt. Vielleicht wussten das manche gar nicht. Also es kostet nicht nur Geld, es wird komplett erstattet von der Stadt. Vielen Dank und ich würde mich auch freuen, wenn ein paar Daumen für die Arbeitgeber kommen, die positiv uns eingestellt sind und unterstützen. Und wir hoffen, dass es nie Einsätze gibt, die irgendwie in ihrer Nähe oder Familie oder irgendwo sind. Am besten gar keinen Einsatz auf der ganzen Welt. Alles klar? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn man Feuerwilli mal einen netten Gruß hinterlässt. Bis dann. Tschüss.